So, dann machen wir das schon mal auf, gehen da runter und wir werden gleich teleportiert. Ich wollte keinen Plan machen, daran sollte ich mich jetzt auch halten. Sehr schön. Wow. Ach, wie geil. Ja, das war wesentlich einfacher als gedacht. Oh. Ich muss jetzt nur auf die Lebenspunkte achten. Weil die hauen hier doch ganz schön rein. Heiltränke werden langsam knapp. Aber Gegner glaube ich auch. Vielleicht hätte ich mich nicht in der Ecke verbunkern sollen, sondern lieber ein bisschen rumtanzen. Aber das sind so viele. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Also hätte ich jetzt noch ein, zwei Eisbomben geschmissen, um mir eine Seite vom Leib zu halten, dann wäre das ganz locker gewesen. Ich habe sogar noch den Orb in der Hand und nicht das Schild. Ja. Das kriegen wir gleich hin. So. Also, erste Planänderung. Schild in die Hand. Zweite Planänderung. Schild wieder weg. Wir machen das Ganze jetzt nochmal genau so. Also wir trinken wieder den Geschwindigkeitstrank, rasen da rein, versuchen uns gleich bis zur Tür durchzuschlagen, dann bis zu einer Ecke. Und sobald wir in der Ecke sind, friesen wir eine Seite durchgehend ein und hauen die andere immer tot. Das ist jetzt so mein Plan. Ja, Kopf ab in die Ecke. Ich sagte ab in die Ecke. So. Müssen wir nur darauf achten, dass die auch durchgehend eingefroren bleibt, die Seite. Und vielleicht hätte ich noch ein, zwei Energietränke brauen sollen. So viel dazu, dass es ganz einfach klappt. Und ich habe jetzt auch das Schild nicht in der Hand. Das heißt, eigentlich müsste ich auch noch jedes Mal, nachdem ich die Eisbombe geworfen habe, das Schild wechseln. Was ja richtig in Arbeit ausartet. Aber es ist machbar. So, ich höre was von rechts quietschen. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte die. So, komm, stirb, 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 stirb. Denn irgendwo laufen. Ah. So, schnell das. Wusch. Ja, wir haben gewonnen, glaube ich. Wir müssen jetzt nur noch schön immer zickzack laufen. Unsere Ressourcen verballern und uns nicht in die Ecke drängen lassen. So, Schwert ist auch gleich alle. Uffala. Also das hätte noch einfacher laufen können, aber so ist es jetzt halt. Alle tot? Alle tot. Gut, Schlüssel mitnehmen. Eine Giftbombe. Ja, nee. Oh, was haben wir hier noch? Noch eine Feuerbombe, noch eine Feuerbombe. Und da hinten liegt irgendwas Großes. Aber erstmal gucke ich mir die Wände an, denn irgendjemand meinte, hier wäre ein Secret. Tada! Ein uralter Apparat. Könnte ein Plattenspieler sein. Und noch eine Giftwolke. So. Den Knopf hatten wir gerade. Sonst ist hier keine. Das heißt, wir müssen den Schlüssel gleich benutzen. Können wir zurück? Nee, gibt keinen anderen Ausgang. Also du musst gleich wieder weg. Klick. Das Valor-Schild. Fackeln und ein Teleporter ist aufgegangen. Okay. Das war also die Fighters-Challenge.
Ja, doch. Hat es in sich. Zumal wir das ja jetzt recht spät erst gemacht haben. Hätten wir das sofort versucht zu knacken, als wir hier angekommen waren, wäre das echt übel gewesen. Also wenn man kein Let's Play macht, wäre das vielleicht sogar machbar. Dann lebt man einfach 20, 30 Mal neu. Aber das wollte ich euch ja nicht unbedingt antun. So, wir haben jetzt jede Menge Sachen bei der einen Rumpelkammer liegen lassen. Die sollten wir erstmal abholen. Hier rum. War das die Rumpelkammer? Ach, hier ist schon wieder so eine Krabbe. Komm her, großes Ding. Wir haben gerade 30 Gründinge umgebracht, da wirst du kein Problem sein. Das müsste auch ganz gute Erfahrungspunkte gebracht haben, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, doch. Ein, zwei Gegner noch und wir haben unser Level up. So, es war nicht diese Treppe hoch. Autsch. Wo haben wir das Zeug dann gelassen? Die Treppe runter? Das muss hier irgendwo gewesen sein, wo wir auch eine Rumpelkammer hatten. Hallo Schnecke. Ja, komisch. Dass hier einfach so mitten im Ding ist eine Schnecke respawnt. So, also darum, darum, klick. Und ja, das schaut gut aus. Also die Wailer-Schuhe müssen mit, damit ich irgendwann das Set zusammenbekomme. Packen wir mal alles hier rein. Der Schatz kann hier bleiben. Der Dismantler muss mit. Der Grimcap muss mit, falls wir das brauchen. Das können wir ausprobieren, brauchen wir auch nicht. Und das ist auch eine alte Schriftrolle. So. Schatz kann hier liegen bleiben. Die Knochenkette sollte mit. Die Schlüssel sollten auf jeden Fall mit. Und das war's, glaube ich, an Krimskrams hier. Da sind zwar überladen, aber das passt schon. Also dann wäre die Knochenkette das Piece of Dread oder eins von den Essenssachen da. Und der Unravel of Mysteries wird dann der Dismantler. Klingt soweit einleuchtend. Heißt aber nicht, dass es stimmen muss. So, so. Und durch das Schattenlabyrinth. Schön, schön. Jetzt müssen wir. Wie viele Etagen runter? 2 oder 3? Ja, das könnte ein bisschen dauern. Nimm, nimm, nimm. Darum da hoch. Und danach, wenn wir jetzt das Rätsel da gelöst haben und weiter runterkommen in den Dungeon, dann werden wir auch irgendwann aufhören müssen, dem Spiel an sich, also von der Story her weiterzukommen. Und stattdessen wieder zurücklaufen und versuchen rauszufinden, welche Secrets fehlen. Was eine Heidenarbeit werden wird. Also ich denke mal, ich werde alle Folgen nochmal gucken müssen, um dann zu sehen, wann ich aufgehört habe mitzuzählen. Denn normalerweise hat es ja immer so gemacht, ich habe eine ganze Etage abgeschlossen, habe dann geguckt, habe ich alle Secrets bekommen. Also es wurde in der Liste gepostet, ganz am Anfang, welche Secrets ich, also wie viele Secrets ich pro Etage haben muss. Damit habe ich das Ganze dann verglichen und wenn das stimmte, dann bin ich erst runtergegangen. Aber irgendwann wurde ich ungeduldig. Und das beißt einen immer in den Arsch. Also ungeduldig zu werden. Aber in dem Moment kam es mir halt als das Sinnvollste bzw. Unterhaltsamste vor. So, dich nehmen wir auch noch mit. Die Chitinschuhe nicht, den Schädel auch nicht. Und den Blaubeerkuchen nehmen wir in die Hand. So, wir sind jetzt da und müssen. Runter war es da. Ich höre schon wieder irgendwo eine Spinne rumtapseln. Na, komisch. Das könnte die Spinne sein, die immer die Druckplatten ausgelöst hat. Aber die kann uns jetzt ja egal sein. So, hier haben wir jetzt noch mehr Rüstung.
Ich nehme das Wailer-Stück schon mal mit. Und der Rest kann erstmal hier bleiben, oder? Schädel, ein Schleimball, ein Schatz. Und lauter Krimskrams. Ja, kann da bleiben. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt da und müssen eigentlich nur noch dahin. Aber die Tür da war zu. Jedenfalls von der Seite. Vielleicht können wir von dieser Seite da irgendwie rein. Wäre komisch, wenn nicht. Holy Scriptures, nein, warum nicht? Checkered Room, ist okay. Das heißt, ab jetzt können auch wieder Dinos kommen. Ah, wir haben ja volle Energie, wir haben volle Lebenspunkte und der Wanddreher. Da dürften die Dinos kein Problem sein, jedenfalls einer nicht. So, der Raum war hier im Süden irgendwo. Genau hier. Wie kriegen wir dich auf? Ah, Licht. Nein, nicht Axt hauen. Und gleich ganz viel Energie verbrauchen. So. Das ist eine Fackelhalterung, aber wir haben keine Fackel. War hier irgendwo ein Schalter? Ich habe nicht wirklich Lust, total überladen durch den Dino-Bereich zu joggen. Und das hat nur irgendwas Stein auf Stein geöffnet und nicht die Tür hier. Keine Fackel. Oh, da liegt eine. Macht aber auch nichts. Also müssen wir außen rum. Was soll's? Also, hier rum. Ja. Da schwimmt Dino. Komm her. Da durch. Tür zu. So, und ich glaube, jetzt sind wir schon wieder sicher. Also hier spawnen keine Dinos mehr. In den Raum wollen wir nicht rein. Wir müssen jetzt... Der schnellste Weg wäre eigentlich, sich dahin zu teleportieren, oder? Also die Frage, welcher Raum das jetzt war von den dreien. Ich gehe mal da rein. Oh, der war richtig. Schön, schön. So. Und jetzt drückt die Daumen, dass das richtige Zeug war. Also welche Nische ist noch frei? Die hier nicht. Die hier. Unravel of Mysteries. Der Dismantler. Ist es nicht. Es macht kein Klickgeräusch. Das Next Sword? Och nö. Knochenkälte? Auch nicht. Das ist jetzt unerwartet. Na gut, dann packen wir das Zeug, was wir nicht mehr brauchen, was aber noch für späteren Verlauf wichtig sein könnte oder ich einfach nur haben will, da einen neuen Haufen und probieren wir wenigstens das Piece of Dread Teil aus. Severed Dread. Schnecke. Nein. Pilz. Nein. Knochenkette. Nein. Crimcap. Okay. Also ich bin jetzt losgelaufen wegen zwei Sachen und ich habe keins davon gefunden. Also ich könnte jetzt in die Kommentare gucken. Ich glaube, das werde ich dann auch bis zur nächsten Folge mal machen. Weil da wurde mir jetzt, glaube ich, 3-4 Mal gesagt, welche Teile ich denn brauche. Ja, das heißt, das kann alles da zur neuen Rumpelkammer. So. Was haben wir noch so dabei? Ach, das Wailer-Set. Bist du ein Stück des Albtraums? Nein, du bist nur ein Blaubeerkuchen. Ganzen Flaschen werden es auch nicht sein. Nö, weiß ich jetzt so nicht. Aber gut, es bietet sich ja eh gerade an, die 15 Minuten sind um. Dann mache ich einen kleinen Cut. Und bis zur nächsten Folge werde ich mir die Kommentare durchgelesen haben. Also, bis gleich. Achso, speichern noch. Soll ja auch ganz wichtig sein. LP 45. So, jetzt aber. Bye, bye.